Man muss dem Volk aufs Maul schauen, aber ihm nicht nach dem Mund reden, sagte der große Konservative Franz Josef Strauß. Lange ist es her. Aber in den vergangenen 36 Stunden wurde der Satz aktueller denn je und viel zitiert. Es geht immer noch um die umstrittenen Äußerungen von Friedrich Merz und den Vorwurf, Deutsche und Migranten gegeneinander ausspielen zu wollen. Bundeskanzler Olaf Scholz kritisierte den CDU-Chef inzwischen. Was Herr Merz vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland, so der Kanzler. Eine Politikerin der Linkspartei wirft Merz sogar Volksverhetzung vor und stellte Strafanzeige. Beim Welttalk mit drei Parteivorsitzenden geht es um Migration. Friedrich Merz findet, die Regierung tut zu wenig gegen Einwanderung und liefert eine steile These. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. Die linken Politikerin Daphne Weber hat bei der Staatsanwaltschaft Arnsberg nun Strafanzeige wegen Volksverhetzung erstattet. Merz schürt Hass gegen eine Personengruppe und gefährdet damit den öffentlichen Frieden, so die linke Weber. Zwei weitere Anzeigen gegen Merz kommen zudem von Privatpersonen. Den Anzeigen gegen den CDU-Chef geben Juristen jedoch wenig Aussicht auf Erfolg. Für den Tatbestand der Volksverhetzung würden die Aussagen nicht ausreichen. Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl findet bei Welt dann aber trotzdem harte Worte für den CDU-Chef. Das ist das Geschäft von Rechtspopulisten, mit der Migration Stimmung zu erzeugen. Und in dem Fall handelt Friedrich Merz als Rechtspopulist und macht genau das. Er weiß, dass das so nicht stimmt, was er sagt. Der Kanzler bläst ins gleiche Horn. Mit heißer Luft und Populismus wird nur die Stimmung im Land aufgeheizt, meint Olaf Scholz. Trotzdem, die Union steht weiter hinter ihrem Parteivorsitzenden. Und Merz habe zudem recht damit, dass Deutschland für Migranten zu viele positive Anreize setzt und damit unsere Gesellschaft überfordert. Friedrich Merz hat durch das Beispiel deutlich gemacht, dass wir in Deutschland offenkundig eine Überforderung haben der Systeme, der Infrastruktur und gleichzeitig die falschen Anreize setzen. Merz selbst hat sich seit seinem Auftritt noch nicht wieder zu Wort gemeldet. Deutschland, Polen und Tschechien wollen im Kampf gegen Schleuser enger zusammenarbeiten. Dazu gründen die drei Staaten eine Taskforce. Vorgesehen sind gemeinsame Streifen auf dem Staatsgebiet. Das Bundesinnenministerium erklärt, die drei Länder hätten sich auf eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur effektiven Bekämpfung der menschenverachtenden Schleusungskriminalität verständigt. Außerdem würden künftig verstärkt gemeinsame Streifen der Bundespolizei und der polnischen und tschechischen Grenzpolizeien auch auf deren Staatsgebiet stattfinden. Angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen hatte Faeser am Mittwoch zusätzliche Kontrollen der Bundespolizei direkt an den Grenzen zu Polen und Tschechien angeordnet. Bei uns im Studio ist Weltchefkommentator Jacques Schuster. Jacques, schön, dass du heute Abend da bist. Also Frau Faeser will eine Taskforce auf den Weg bringen, um Migranten in den Nachbarländern abzufangen, weigert sich aber gleichzeitig, stationäre Grenzkontrollen in Brüssel überhaupt nur anzumelden. Wie passt das zusammen? Ist das letzten Endes dieser Aktionismus der Innenministerin da am Ende nur Augenwischerei? Es passt eigentlich gar nicht zusammen. Es ist im Grunde auch seltsam, weil sie hat ja im Zuge dieses wachsenden Drucks auf sie auch im hessischen Wahlkampf, die Hessen sind ja genauso im Grunde irritiert, um es gelinde zu sagen, wie alle anderen auch, hat sie diese stationären Grenzkontrollen angekündigt, bei uns ja auch letzte Woche. Und jetzt relativiert sie es, weil sie es wahrscheinlich mit dem doch eher linken Klientel, mit dem sie innerhalb der Partei oder indem sie innerhalb der Partei zu Hause ist, es nicht richtig in Einklang bringen kann. Aber es ist, glaube ich, falsch, denn gerade Polen, Tschechien und die anderen Osteuropäer, Ungarn, erwarten von Deutschland im Grunde eine härtere Abwehrhaltung und nur so sind sie auch zu Kompromissen auf anderen Gebieten bereit, was die Flüchtlingspolitik angeht. Von daher ist das eigentlich, hat das nicht Hand und nicht Fuß. Lass uns noch über die Reform des Asylrechts sprechen. In Brüssel hat man sich getroffen, die Innenminister kamen zusammen und jetzt hat Deutschland sich zwar durchgerungen,
da kein Veto einzulegen. Aber Italien hat kurz nachdem die Meldung kam, man hätte sich geeinigt, jetzt doch nochmal Bedenken angekündigt. Und die Grünen, die sich ja hier im Kabinett quergestellt haben, haben auch angemeldet, eben im Parlament in Brüssel noch einmal ihr Veto einzulegen bzw. Änderungen haben zu wollen. Gehst du davon aus, dass das Ziel, dass diese Reform kommt, und zwar noch vor der nächsten Europawahl, dass es überhaupt einzuhalten ist? Ich glaube schon, dass die Reform in irgendeiner Form kommt, weil der Druck ist ja nicht nur auf Deutschland sehr groß. Wir kennen ja die Zahlen aus Italien. Der ist allgemein sehr groß. Und von daher nehme ich schon an, dass sich die EU bewegen wird. Allerdings muss man auch sagen, dass die Italiener ja in ihrer Empörung gegenüber den Deutschen recht haben. Denn wie ist das in Einklang zu bringen, dass wir einerseits die Flüchtlingshilfe, die Deutsche, die ja Schiffe dort unten haben, finanzieren, gleichzeitig aber jetzt eine etwas energischere Abwehrmaßnahme fordern? Das passt nicht zusammen, und es kann nicht sein, dass die Bundesregierung, wie es ja im Koalitionsvertrag stand, nun Geld für diese Flüchtlingsorganisationen gibt, die wiederum Flüchtlinge nach Italien bringen. Das geht, finde ich, auch nicht. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. In der Bundesregierung sieht es offenbar anders aus, zumindest in Teilen. Jetzt, ich würde bei Italien vielleicht noch mal ganz gern bleiben wollen, denn da ist offenbar ein Gesetz in der Pipeline. Man plant das also, wonach Migranten, die falsche Angaben zu ihrer Identität gemacht haben, bei der Einreise in die EU oder nach Italien eben, dass die aufgrund dessen umgehend abgeschoben werden sollen. Wäre das nicht eine Blaupause, die vielleicht für die gesamte EU ganz günstig wäre? Denn hier kennen wir dieses Phänomen ja auch, dass es Migranten gibt, die sagen, sie kommen aus Afghanistan oder kommen dann aber ganz woanders her. Sie suchen sich dann ein Land aus, wo sie am höchsten Schutzquoten eben erreichen können oder mit der geringsten Ablehnung zu rechnen haben. Naja, ich würde sagen, das ist eine gute Idee. Aber wo sollen die denn abgeschoben werden? Das ist ja das Problem, dass die Länder sie nicht zurücknehmen. Deswegen ist es ja so verwerflich, dass auch wiederum auf Druck der Grünen bei dem letzten EU-Gipfel im Juni sich die EU-Staaten nicht geeinigt haben, weil Deutschland dagegen gestimmt hat, die EU nicht geeinigt hat, im Grunde eine Transitstaatenlösung, eine Drittstaatenlösung vorzunehmen. Das heißt also, dass man Flüchtlinge in einen Staat, der dazu bereit ist, zum Beispiel Ruanda, dort aufzunehmen und unter humanitären Bedingungen so lange zu halten, bis der Asylantrag bearbeitet wurde. Die Briten machen es ja jetzt vor, die Dänen wollen es, die Franzosen wollen es, die Deutschen wollen es nicht, und dadurch ist es gescheitert. Und ich glaube, über kurz oder lang kommen wir nicht darum herum, es eben so zu machen. Das Thema Migration, ob auf EU-Ebene oder eben auch hier in Deutschland innenpolitisch, ist ein viel diskutiertes. Und du bist Chefkommentator. Wir lassen dich nicht ins Wochenende gehen, ohne dich nach deiner Einschätzung zu der Aussage von Friedrich Merz noch einmal zu befragen. Es gibt viel Kritik an dieser Äußerung. Wie ist deine Analyse zu Merz vergleichbar? Naja, ich bin doch sehr überrascht, dass ein so erfahrener Politprofi wie Friedrich Merz immer wieder es schafft, durch die Schlingen zu stolpern, die er selbst gelegt hat. Denn in der Sache, dass es Verteilungskämpfe gibt, ist ja, glaube ich, gar nicht zu rütteln. Aber dass er dann sozusagen falsche Beispiele bringt, das darf einem Politprofi eigentlich überhaupt nicht passieren. Ich habe jetzt gerade eine Zahl heute gelesen, dass beispielsweise in Berlin 2000 Flüchtlingskinder nicht beschult werden können, weil dazu drei Grundschulen gebaut werden müssten mit Lehrern, die es auch nicht gibt. Also das zeigt ja, dass das Problem groß und riesig ist. Und da muss man nicht mit diesen falschen Beispielen kommen. Da kriegt natürlich die andere Seite auch genug Munition, um dann zu feuern, was eigentlich Quatsch ist. Wir müssen ja eine Sachdebatte führen. Sagt Jack Schuster. Vielen Dank für diese Einordnung. Schönes Wochenende. Danke auch. Der Bundesrat hat das Heizungsgesetz heute gebilligt. Ein Antrag Bayerns, den Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat anzurufen, fand keine Mehrheit. Damit kann das Gesetz Anfang 2024 in Kraft treten. Der Bundestag hat das bereits beschlossen, nach langem Streit selbst innerhalb der Regierungsparteien. Die neuen Regeln sollen das Heizen in Deutschland klimafreundlicher gestalten.
Jetzt kommt wirklich die Unnachricht des Tages. Oh. Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Fahrplan vorgestellt und Achtung, bittet schon jetzt um Verständnis für Verspätungen. Die Bahn kündigte für das kommende Jahr bereits Unzuverlässigkeiten im Fernverkehr an. Langfristig wolle das Unternehmen aber eine Verbesserung der überlasteten Infrastruktur erreichen. Im kommenden Jahr werde die Generalsanierung des Schienennetzes beginnen, heißt es. Gleichzeitig würden immer mehr Verbindungen angeboten. Der neue Fahrplan gilt übrigens ab Dezember. Der ukrainische Präsident Zelensky hat erneut eine Mitgliedschaft seines Landes in der NATO ausgesprochen und darauf gepocht. Zuvor hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Kiew zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn besucht. Der Norweger versprach vor allem weitere Munitions- und Waffenlieferungen. Zelensky sprach davon, ein ukrainischer NATO-Beitritt sei nur eine Frage der Zeit und die Ukraine habe eine Mitgliedschaft auch verdient und es werde auch so kommen. Stoltenberg wollte sich auf ein konkretes Datum allerdings nicht festlegen lassen. Wir blicken nach Schweden. Alleine in diesem Monat wurden dort bei Auseinandersetzungen krimineller Gangs, meist mit Migrationshintergrund, mindestens 12 Menschen getötet. Ministerpräsident Kristersson macht dafür die Einwanderungspolitik früherer Regierungen und eine gescheiterte Integration verantwortlich. Jetzt will Kristersson mit Hilfe der Armee die eskalierende Bandengewalt im Land endgültig bekämpfen. Mitten in der Nacht detoniert ein Sprengsatz in diesem Haus nahe Uppsala. Der Anschlag gilt einem Bandenmitglied, das nicht zu Hause ist. Stattdessen stirbt eine unbeteiligte junge Frau in ihrer Wohnung. Der Attentäter kann unerkannt fliehen. Zur gleichen Zeit kommen in Stockholm zwei Männer bei zwei Schießereien ums Leben. Ermittler vermuten, dass alle drei Vorfälle mit einem Machtkampf innerhalb einer türkisch-schwedischen Gang zu tun haben. Dabei kämpfen der irakischstämmige Bandenchef Rawa Majid und sein früherer Vize Ismail Abdo um die Vorherrschaft im Waffen- und Drogenhandel. Für die eskalierende Gewalt macht der Ministerpräsident die verfehlte Asylpolitik früherer Regierungen verantwortlich. Es sind politische Naivität und Ignoranz, die uns hierher geführt haben. Verantwortungslose Einwanderung und gescheiterte Integration haben uns hierher gebracht. Ausgrenzung und eine Parallelgesellschaft haben die Kriminalität genährt. Diese geht rücksichtslos an Kinder heran und bildet künftige Mörder aus. Die Banden suchen gezielt minderjährige Migranten aus dem Nahen Osten oder afrikanischen Staaten wie Somalia aus, denn Kinder werden von der Polizei selten kontrolliert und können auch nicht für ein Verbrechen verurteilt werden. Um der eskalierenden Lage Herr zu werden, will die schwedische Regierung nun prüfen, ob die Armee der Polizei bei der Bekämpfung der kriminellen Gangs helfen kann. Nirgendwo in Europa gibt es so viele Morde durch Bandenkriege wie in Schweden. Waren es früher Kämpfe zwischen rivalisierenden Rockern, wie hier 1997 in Malmö, sind es in den vergangenen Jahren immer häufiger Migranten, die in die Kriminalität abrutschen. Allein in diesem Jahr zählt die Polizei bisher in ganz Schweden 261 Schießereien, bei denen 34 Menschen getötet und 71 verletzt werden. So etwas hat Schweden noch nie erlebt. Kein anderes Land in Europa erlebt so etwas. Deswegen sei geplant, kriminelle Ausländer künftig sofort abzuschieben und für jugendliche Straftäter spezielle Gefängnisse zu bauen. Im Bundestag wurde heute in einer Aktuellen Stunde über die Clankriminalität hierzulande debattiert. Der Antrag dazu stammt von CDU und CSU. Sie fordern gegenüber kriminellen Clans eine Null-Toleranz-Strategie. Sie verlangen, dass Clantäter mit doppelter Staatsbürgerschaft den deutschen Pass abgeben müssen. Außerdem soll die Justiz Vermögen einziehen können, dessen Herkunft unklar ist. Anders als jetzt müssten dann die Betroffenen beweisen, dass sie dieses Vermögen rechtmäßig erworben haben. Die Polizei im hessischen Bad Emstal hat einen Verdächtigen im Fall Marie-Sophie festgenommen. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die 14-Jährige war am Mittwoch spurlos verschwunden und gestern tot in der Nähe eines Waldstücks aufgefunden worden. Der Festgenommene kannte das Mädchen. Nach Aussage der Mutter war der 20-Jährige regelrecht besessen von Marie-Sophie. Die Handschellen klickten, nachdem die Beamten in der Wohnung des Verdächtigen das Handy der Toten fanden. Ein mögliches Sexualdelikt will der Staatsanwalt nicht ausschließen. An Schule können die Jugendlichen in Bad Emstal in Hessen im Moment nicht denken. Eine Mitschülerin ist tot. Die Leiche der 14-jährigen Marie-Sophie, gefunden hinter einer Hütte am Rand eines Feldes. Angehörige kommen zum Fundort, legen Blumen nieder. Die Polizei nimmt einen 20-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus dem Landkreis Kassel fest.
Er hat ihr Handy in der Tasche. Von Anfang an hat Marie-Sophies Mutter ihn verdächtigt. Ich wusste sofort, wer es war und was passiert ist. Aber natürlich mussten ja erstmal Ermittlungen gemacht werden und alles. Letztendlich hat sich dann aber mein Verdacht doch jetzt bestätigt. Der Tatverdächtige sei ein Bekannter der Familie, sagt die Mutter. Zu Beginn der Suchaktion steht er noch mit der Familie in Kontakt, bietet seine Hilfe an. Die Schülerin hatte am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen. Als sie nicht nach Hause kommt, alarmiert die Familie die Polizei. Einsatzkräfte durchkämmen die Gegend, finden persönliche Gegenstände und Kleidungsstücke. Am folgenden Tag entdeckt ein Mann beim Holzhacken Marie-Sophies leblosen Körper. Kurz darauf schreibt die Mutter auf Facebook: Meine Tochter wurde eben tot aufgefunden, die Suche ist beendet. Der Verdacht: Wurde Marie-Sophie umgebracht, weil sie die Annäherungsversuche des Täters zurückwies? Also eigentlich sollte er keinen Kontakt zu ihr haben, aber er war halt besessen von ihr und ja. Erste Spuren weisen offenbar darauf hin, dass die 14-Jährige erstickt oder erdrosselt wurde.